Ein Ferienerlebnis der besonderen Art ist der Besuch des Geysir in Andernach. Hier kann man nicht nur die 60 Meter hohen Wasserfontänen live erleben, sondern werden in einem Erlebniszentrum komplexe Vorgänge aus der Natur erläutert. Beim Bau dieses architektonisch außergewöhnlichen Zentrums hat das regionale Handwerk angepackt. Ein Thema in dieser Sendung. Doch zuvor lade ich Sie auf eine Erlebnistour rund um den größten Kaltwasser-Geysir der Welt ein. Vor wenigen Wochen eröffnet, ist das Geysir Besucherzentrum am Rheinufer von Andernach längst ein Besuchermagnet. Täglich bis zu 800 kleine und große Gäste erschließen hier auf spielerische, unterhaltsame und informative Art die Natur um und unter dem Kaltwasser-Geysir. Der liegt wenige Kilometer rheinabwärts. Auf der Reise durch die Unterwelt dieses Naturschauspiels wird erläutert, wie ein solcher Geysir funktioniert. Es gibt Einblicke in Vulkangestein und Ausblicke von der Dachterrasse des Besucherzentrums. Hier haben die Handwerker des Metallbauunternehmens Rostäuscher aus Dietz angepackt. Ein Blick hinter die Kulissen des 1974 gegründeten Familienunternehmens ist nicht weniger spannend als der ins Andernacher Geysirzentrum. Hier wird individuell das umgesetzt, was der Kunde für seine Architektur benötigt. Ob Treppen, Türen oder Fenster. Alles, was unter den geübten Handgriffen und wachsamen Augen der 32 Mitarbeiter entsteht, ist reine Handarbeit. Vom Entwurf bis zur fertigen Gebäudefassade wird bei Rostäuschers alles unter einem Dach gefertigt. Eine klare Stärke des Betriebs, in dem drei Handwerksmeister mitarbeiten. Doch auch Lehrlinge greifen hier zum Werkzeug. Aktuell sind es 10 Jugendliche, darunter auch erstmals ein Mädchen. Ausbildung ist für das Unternehmen und seine Zukunft ganz wichtig. Bei der Fülle an handwerklichen Aufgaben setzt das Unternehmen auf gut ausgebildete Fachkräfte. Am besten aus den eigenen Reihen. Doch nicht nur architektonischen Herausforderungen wie die des Geysirzentrums stellen sich die Dietzer Handwerker. Design und Funktion müssen verbunden werden, denn die Metallbauer um Seniorchef Heinz Rostäuscher sind dann auch noch tätig im Bereich Brandschutzelemente und Sicherheitselemente, das heißt also einbruchhemmende Elemente, beschusshemmende Elemente in Stahl, Edelstahl, Aluminium. Das sind so unsere Hauptprodukte, die wir fertigen. Und unser Einzugsgebiet, das liegt, man kann sagen, fast im ganzen Bundesgebiet. Und worin bestand die besondere Herausforderung beim Bau des Geysirzentrums? Das ist halt die Geometrie der Elemente. Es ist kein Element gerade, es ist kein Anschnitt gerade. Und die Problematik ist halt dabei noch gewesen, für den Maurer war das von vornherein schon fast Kunst, dieses Bauwerk in der Lage, hundertprozentig linientreu hinzubekommen, sodass wir nachher auch einiges anpassen. Anlenkend, sage ich mal, dort leisten mussten. Es war also einiges, was dort an Passarbeit, an geometrischer Arbeit in der Konstruktion und so weiter und so fort erforderlich war. So ist jeder Auftrag anders. Auch das macht die Arbeit spannend und abwechslungsreich. Wobei der Andernacher Auftrag ein besonderer Fall war, der von hier Richtung Kaltwasser-Geysir rollte. Gerade zu den Ferien ist der Geysir ein schönes und lohnenswertes Ausflugsziel. Passend zum Design des Zentrums habe ich noch einen aktuellen Tipp für Unternehmen, die mit guter Gestaltung überzeugen. Bis zum 7. September können Sie Ihre Bewerbungen für den Rheinland-Pfälzischen Designpreis einreichen. Auch bei einem weiteren Wettbewerb sind kreative Köpfe gefragt und locken lukrative Preise. Und Action! Weißt du, wie das Ding funktioniert? Nee, keine Ahnung. Und du?
Du kannst filmen? Dann zeig es uns. Schnittstelle, Handwerk, wie du es siehst. Der Filmwettbewerb der Handwerkskammer Koblenz. Infos zu beiden Wettbewerben gibt es im Internet unter hwk-kompetenzzentrum.de oder direkt bei der Handwerkskammer Koblenz.